Hi Leute und willkommen zurück zu Part 3 meines Enshrouded Dungeons, den Hallen der Erloschenen. Heute haben wir tatsächlich den letzten Abschnitt des Dungeons, in dem wir dann auch den Boss treffen werden. Ja, wie gesagt, joint meinem Discord, folgt uns auf jeden Fall, weil wir ein mega riesengroßes, krasses Bauprojekt am Start haben, was zum neuen Update von Enshrouded starten wird. Da brauchen wir wirklich jede helfende Hand und lasst natürlich gerne ein Abo da, wenn euch mein Content gefällt. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Wow. Unterkieferbrecher, schau an. Was es nicht alles gibt. Irgendwie hört sich das eklig an. Unterkieferbrecher. Pfui, pfui. Okay. Fertig mit dem Raum. Das heißt, wir können ja dann hier hinten lang düsen. Ist da irgendwas? Nee. Kommen wir denn jetzt hin, meine Lieben? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Okay. Fackel. Wow, können wir da runterfliegen? Oder rutschen wir einfach? Ach, wir rutschen, ist ja auch nicht schlecht. Ach scheiße, das tut uns ja weh. Dann... Mann, ich will doch fliegen. Oh, hier ist was, nicht genug Ausgang. Scheiße. Jetzt gehen wir mal kurz hier raus. Heilen uns mal. Kacke, wie komme ich denn jetzt dahin? Ich würde gern schon wissen. Ach, Kacke. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Leute, was war da oben? War es da irgendwie wert, hinzugehen oder nicht? Mist. Ich komme halt sonst auch jetzt nicht mehr hin. Außer ich sterbe, aber das will ich nicht. Blöd, blöd, blöd. Das war saudämlich. Die tun uns ja auch nichts. Oh, fuck. Ach, jetzt tun sie uns was. Ja, ist gut, Leute. Nervt mich nicht. Ah, hier wäre es gewesen. Okay, gut, ja dann habe ich nichts gesagt. Gehen wir jetzt ganz schnell hier weg. Damit die nicht noch mehr auf den Zeiger gehen. So. Oh. Ja. Sagt einfach nichts. So hässlich. Okay. Wo bin ich denn da jetzt eigentlich runtergeflogen? Ich glaube, man muss hier fliegen. Ich bin mir aber nicht sicher. Schauen wir mal, ob ich das irgendwie hinkriege. Ja, zumindest soweit. Und ich glaube, das reicht mir schon. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Was ist hier hinten? Da leuchtet so verdächtig. Oh ja, eine Kiste. Mit einem Magierstab. Und hier ist nichts außer ein toter Hund.
Dann schauen wir natürlich noch auf die andere Seite. Ob ich hier irgendwas finden? Hier ist nämlich eine Tür. Und auch eine Kiste. Dass das immer die Ausdauer klaut. Das ist total nervig. Jetzt weiß ich nicht, was da hinten in der Tür drinnen ist. Ich kann ja mal versuchen, wenn ich dich hier besiegt habe, dass wir da vielleicht mal lang gehen. Nur mal kurz gucken. Okay, das kann man nicht aufmachen. Mann! Ja, kommt halt her. Wenn ihr nichts anderes zu tun habt. Also man kann da hoch. Konnte man noch irgendwo anders hoch? Nee, ich glaube nicht. Okay. Einmal hier ruf. Speicherding, schnell dahin. Aber umschauen, dass wir nichts vergessen. Und der Hund kommt uns hinterher. Also gut. Ich möchte reparieren, bitte. Und wieder ein weiterer Zwischenraum. Mit diesem grünen Scheißzeug. Wir können geradeaus oder rechts. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rechts. Haben dann hier wieder was. Hier geht's runter. Da unten sind schon wieder solche Hanswurstis. Ja. Ah ja, klar. Okay, hier geht's auch geradeaus und wieder rechts. Mein Gott. Das ist halt gar nicht lästig, ey. Gut, was haben wir denn da? Wieder einen Speicherpunkt. Hä? Ich gehe da jetzt mal nicht lang. Denn wir haben ja noch die anderen Wege. Dann glaube ich, ist es vielleicht sinnvoller, wenn wir da auch zuerst nochmal lang düsen. Wieso kommen denn die jetzt
stehen. Ja, schießt du nur deinen Schrott. Genau, weil hier haben wir nämlich nochmal eine Kiste. Und wir haben den roten Marmorblock gefunden. Sehr geil. Seht ihr? Deswegen muss man immer alles abdüsen, was so geht. Okay. Wir hatten aber... ja, oben noch irgendwas... Dann schauen wir uns das jetzt noch schnell an, bevor wir zu dem nächsten Speicherpunkt düsen. Wartet mal. Oben? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Hä? Jetzt bin ich noch verwirrter. War das jetzt schon der Speicherpunkt? Ja. Dann wieder zurück. Halleluja. Genau. Hier müssen wir lang. Da waren wir. Da sind wir lang gedüst. Das heißt, einmal hier zurück. Jetzt haben wir es. Jetzt wird doch da ein Schülchen draus. Und dann kann man doch, wenn man oben war, konnte man doch hier jetzt auch noch lang gehen. Genau, hier nämlich. Weil wir sind von hier gekommen. Mann, dann war es eben da hinten. Hier, ja. Und hier ist noch einen Seelenspalter-Axt. Alles klar. Sonst noch irgendwas hier. Hier vielleicht ein Geheimgang hinter. Ich glaube zwar nicht, aber... nee. Und hier auch nicht. Gut, dann gehen wir jetzt den Weg wieder zurück. Und angekommen beim Speicherpunkt geht es geradeaus weiter. Und dann sehen wir ja dieses große... wartet mal, die nehmen wir noch ganz schnell mit. Dieses große... Gebäude. So, und ich hoffe, ich bin jetzt dann mal beim Ende angelangt. Ich meine, das sieht schon cool aus irgendwie. So ist es ja nicht. Und hier oben ist eine Barriere und hier ist eine Barriere. Das heißt, ein Ding müssen wir finden und ich weiß tatsächlich nicht, wo. Macht nichts. Wir schauen jetzt einmal mal hier rauf, ob es da irgendwas gibt. Ach so, wir sind jetzt hinter der Barriere. Lol. Und da ist dieser Heinz Wurst. Wir nehmen mal den... wartet mal. Knochenpfeil? Ja genau, das ist schon der Knochenpfeil. 14 Schaden. Und das macht 17. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach den. Gut ist... hi, oha, der sah gerade überhaupt nicht so groß aus. Oh mein Gott, was tut er? Irgendwie habe ich keine Ausdauer. Na. Ah. Ist doch nervig hier. Komm, dann machen wir den jetzt so platt. Der ist eh gleich tot.
So. Da oben bist du. Hier wird nichts. Quest aktualisiert. Plasmapresse für den Sammler. Haben wir das jetzt erledigt? Nimm seinen Kopf und benutze ihn um eine Plasmapresse. Nutze den Kopf und platziere ihn um eine Plasma. Benutze ihn, um eine Plasmapresse herzustellen. Okay. Gut. Machen wir. Das Einzige, was uns dann jetzt noch fehlt, sind die Artefakte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, war ich jetzt auch im richtigen Dungeon für diese Artefakte? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, denn ich denke mal, dass ich ja jetzt hier dann fertig bin. Das war jetzt der Endboss und wir sind durch, meine Lieben. Ja, und das war es auch schon wieder mit diesem Dungeon. Wie ich ja im letzten Video schon gesagt habe, werde ich die Dungeons in Zukunft etwas anders gestalten. Und ich denke, ich werde dann tatsächlich auch nur alle relevanten Inhalte zeigen, die euch irgendwie was bringen. Das heißt, fürs nächste Video werde ich wahrscheinlich Dungeon 3 und 4 zusammenfassen. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!